Es war eine kleine Gemeinde in den Bergen, die von einem Priester namens Peter geleitet wurde. Er war ein Mann, der tief in seiner Glaubensüberzeugung verankert war und den Menschen immer zur Seite stand. Die Bewohner der Gemeinde schätzten ihn sehr und vertrauten ihm in allen Belangen. Doch eines Tages begann sich das Verhalten des Priesters zu ändern. Er fing an, über dunkle Mächte zu sprechen und die Menschen zu ermutigen, dem Teufel zu dienen. Die Bewohner waren schockiert, da sie wussten, dass dies gegen alles verstieß, was sie bisher gelernt hatten. Aber der Priester Peter war überzeugt davon, dass der Teufel der einzige Weg sei, um Erlösung zu finden. In den folgenden Wochen wurden die Bewohner immer unruhiger, als der Priester Peter immer fanatischer wurde. Er predigte immer öfter über den Teufel und zwang die Menschen, schwarze Messen abzuhalten und Rituale durchzuführen, die ihnen Angst einjagten. Doch niemand wagte es, gegen den Priester vorzugehen, da sie glaubten, dass er von höheren Mächten beauftragt wurde. Eines Nachts wurden die Bewohner jedoch aus dem Schlaf gerissen, als sie Schreie und lautes Gelächter hörten. Als sie nach draußen gingen, sahen sie, dass der Priester Peter auf dem Dorfplatz stand und sie aufforderte, den Teufel anzubeten. Sein Körper war verrenkt und seine Augen leuchteten in einem unheimlichen Rot. Die Bewohner wussten, dass er nicht mehr derselbe Mann war, den sie einst gekannt hatten. In den kommenden Tagen begannen die Bewohner der Gemeinde, sich zu fürchten. Der Priester Peter hatte das Dorf in seine Gewalt gebracht und zwang die Menschen dazu, ihm zu gehorchen. Die schwarzen Messen und Rituale wurden immer häufiger, und bald gab es keinen Ausweg mehr für die Bewohner. Sie waren gefangen und gezwungen, den Teufel anzubeten. Doch eines Tages wurde der Priester Peter von einem Blitz getroffen und starb. Die Bewohner glaubten, dass dies ein Zeichen von Gott war und dass sie endlich befreit waren. Doch sie wussten auch, dass die Erinnerungen an die schrecklichen Ereignisse für immer in ihren Köpfen bleiben würden. Der Priester Peter, der einst ein guter Mann war, hatte ihr Leben für immer verändert und sie in den Abgrund geführt. Nach dem Tod des Priesters Peter waren die Bewohner erleichtert, aber auch zutiefst traumatisiert. Viele von ihnen hatten Freunde und Familienmitglieder verloren, die dem fanatischen Priester zum Opfer gefallen waren. Die schwarzen Messen und Rituale hatten tiefe Narben in ihren Seelen hinterlassen. Trotzdem versuchten die Bewohner, ihr Leben wieder aufzubauen und die Ereignisse zu vergessen. Doch bald stellten sie fest, dass sie das Grauen nicht so leicht abschütteln konnten. Immer wieder hörten sie seltsame Geräusche in der Nacht und spürten eine unheimliche Präsenz, die sie verfolgte. Die Bewohner begannen zu glauben, dass der Priester Peter immer noch da war, dass er von den Toten auferstanden war und sie heimsuchte. Die Angst unter den Bewohnern breitete sich aus wie ein Virus, und bald war das ganze Dorf von Panik erfasst. Eines Nachts wurden die Bewohner von einem schrecklichen Schrei geweckt. Als sie aus ihren Häusern kamen, sahen sie, dass die Kirche in Flammen stand. Das Feuer griff schnell auf die umliegenden Gebäude über und binnen kürzester Zeit war das ganze Dorf in Brand gesetzt. Die Bewohner versuchten verzweifelt, ihre Häuser zu löschen und ihre Familien in Sicherheit zu bringen. Doch es war bereits zu spät. Die Flammen fraßen alles auf, was ihnen in den Weg kam, und ließen nur verbrannte Ruinen zurück. Als die Feuerwehrleute und Polizei am nächsten Morgen eintrafen, fanden sie nur noch verkohlte Überreste. Es gab keine Überlebenden, keine Spuren von Leben. Das Dorf war vollständig ausgelöscht.
Man erzählt sich, dass der Priester Peter zurückgekehrt war, um Rache zu nehmen an den Bewohnern, die ihn einst verraten hatten. Seine Seele war von den Dämonen des Teufels besessen und hatte ihn dazu getrieben, das Dorf in Brand zu setzen. Seitdem ist das Dorf verflucht. Niemand wagt es, sich ihm zu nähern, aus Angst vor der Rache des Teufels und des Priesters Peter. Das einst blühende Dorf ist nun nur noch ein Schatten seiner selbst, ein Ort des Grauens und des Todes.